Unsere Themen am Mittwoch. Der Bundespräsident in Cottbus. Das Weihnachtsfest am Nachmittag. Und die Schneekönigin in der Innenstadt. Das und mehr gleich hier bei LTV aktuell. Buche dein Fotoshooting bei Daya Fotografie. Egal ob draußen oder im Studio. Von der Fotografie zur Bearbeitung bis hin zum fertigen Bild. Vielleicht soll es ja zu Weihnachten auch ein Gutschein sein. Ruf an unter 0355 47 0000 oder schreib uns eine Mail an info@daya-fotografie.de. Hallo und herzlich willkommen zu LTV aktuell am Mittwoch. Gäste, die gestern Abend in die Stadthalle wollten, mussten etwas mehr Zeit mitbringen. Am Eingang konnte es schon mal länger dauern. Einfach die Karte vorzeigen und reingehen, so leicht ging es dieses Mal nicht. Die Besucher wurden abgetastet. Auslöser dafür war ein Mann, der gar kein Sänger ist. Frank Strobel und das Babelsberger Filmorchester machen sich langsam für ihren Auftritt warm. Das diesmal aber nicht vor gewohnter Kulisse. Die Musiker spielten gestern Abend in der Cottbuser Stadthalle. Sie haben den Märchenklassiker Drei Haselnüsse für Aschenbrödel musikalisch live begleitet. Verantwortlich dafür war er. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zu einem Benefizkonzert geladen. Seit 1988 veranstalten die jeweiligen Bundespräsidenten einmal im Jahr solch eine Aktion. Normalerweise beginnt die Rede eines Bundespräsidenten mit dem Dank für die Einladung. Heute ist es anders, fast umgekehrt. Heute will ich mich bei Ihnen bedanken, und zwar fürs Kommen. Denn Sie machen ja nicht nur mir eine Freude, sondern, wir werden das gleich hören, vielen, vielen anderen. Der Erlös geht diesmal an den Arbeiter-Samariter-Bund. Eine Hälfte geht an die Jugendarbeit in Brandenburg, die andere an das Projekt Wünschewagen. Die Wünschewagen gibt es seit 2016. 20 Stück sind zurzeit in Deutschland unterwegs. Wie der Name es schon verrät, sollen sie sterbenskranken Menschen letzte Herzenswünsche erfüllen. Damit sie auf den Reisen auch adäquat versorgt werden können, sind die Fahrzeuge mit entsprechendem medizinischem Equipment ausgestattet. Der ASB ist auf Spenden angewiesen. Das Benefizkonzert ist dabei eine große Hilfe. Ja, was es bedeutet für das Projekt Wünschewagen und für die Jugendarbeit im Land Brandenburg ist riesengroß. Der Bundespräsident und der Ministerpräsident kennen das Projekt schon einige Zeit und sie unterstützen damit ein reines Ehrenamtsprojekt, rein spendenfinanziert in Deutschland. Das heißt, wir bekommen unsere Mittel nur über Spenden und da ist so eine Benefizgala natürlich das Nonplusultra für uns und unabhängig davon, wie hoch die Einnahmen sein werden. Neben Frank-Walter Steinmeier nahm auch Ministerpräsident Dietmar Woidke und der ehemalige Vizekanzler Franz Müntefering am Konzert teil. Letzterer engagiert sich als ehrenamtlicher Präsident des ASBs. Komplett gefüllt war die Stadthalle übrigens nicht. Dennoch sind viele Besucher gekommen. Und bei Ticketpreisen von bis zu 68 Euro wird auch eine ordentliche Summe für den ASB zusammengekommen sein. Schnelles Internet ist in Brandenburg eine Sache für sich. In vielen Gegenden sind die Anwohner sowieso froh, wenn sie überhaupt Daten verschicken können. Enviatel will das jetzt ändern und investiert ordentlich. 100 Millionen Euro sollen in den nächsten 4 Jahren in das Glasfasernetz fließen, dessen Ausbau vor allem in Gewerbegebieten damit vorangebracht werden soll. Das Stadion der Freundschaft ist für die FCE-Fans das zweite Zuhause. Ob die Aufstiege in die erste Bundesliga, das unvergessene Schneespiel gegen Stuttgart oder eben auch der Abstieg in den Amateurfußball. Diese Momente prägen, so wie auch der Stadionname. Der ist einfach Tradition. Ideen, ihn zu verkaufen, sind bei den Fans immer wieder auf harte Kritik gestoßen. Doch genau das ist jetzt passiert. Mehr dazu jetzt in den Kurznachrichten. Stadionname bleibt. Die Sparkasse Spree-Neiße schenkt den FCE-Fans das Stadion der Freundschaft. Der Verein braucht den Namen somit nicht an einen Investor verkaufen. Der Sponsoringvertrag dazu ist unterzeichnet. Die Sparkasse sichert sich mit diesem den traditionsreichen und kultigen Stadionnamen bis zum Sommer 2020.
Über die Summe wurde Stillschweigen vereinbart. Millionen für die Zukunft. Die BTU Cottbus-Senftenberg soll einen 3D-Drucker und ein neues Labor bekommen. In diesem könnte an Werkstoffen, Prozessen und Produkten für die additive Fertigung geforscht werden. Das würde insgesamt 12,5 Millionen Euro kosten. Die Mittel dazu sollen aus dem Bundestopf für den Strukturumbruch für die Lausitz finanziert werden. Vorsicht im Straßenverkehr! In Cottbus werden morgen die Ampeln gewartet. In der Bahnhofstraße und in der Gelsenkirchener Allee kann es zwischen 9 und 14 Uhr an den Kreuzungen zu Ampelausfällen kommen. Das teilt die Signalservice Cottbus GmbH mit. Und es gibt noch einen Verkauf. Dieses Mal haben Spanier zugeschlagen. Die Unternehmensgruppe Parques Reunidos hat das Tropical Islands für 226 Millionen Euro gekauft. Der neue Betreiber besitzt weltweit Thermen und Freizeitparks. Zu ihm gehört seit diesem Jahr auch das Belantes. Der Verkauf soll Ende Februar abgeschlossen sein. Die einen hatten sie schon, können sich vielleicht aber nicht mehr so wirklich daran erinnern. Andere haben sie noch vor sich und freuen sich schon drauf. Es ist wieder Weihnachtsfeierzeit. So auch in der Paulinen Wohnanlage. Lass mich nicht erfrieren. Klingelchen, Klingelingeling, Klingelchen, Kling. Auf Textsicherheit kommt's hier gar nicht so an. Hauptsache, alle sind voll dabei. Die Bewohner der Paulinen-Wohnanlage haben sich bei ihrer Weihnachtsfeier so richtig auf die besinnliche Zeit eingestimmt. Es bedeutet uns sehr viel, weil wir alleine hier sind. Unsere Kinder wohnen in Österreich und da ist es schon schön, wenn man Weihnachten in Gemeinschaft feiern kann. Man kommt zusammen, man lernt den einen oder den anderen auch privat kennen, nicht nur so im Vorbeigehen, ne? Doch, das gefällt uns sehr. Ich finde es schon gut und man kennt sich unterdessen. Und das ist so wichtig, dass man mal ein Wort miteinander redet. Ne? Ich meine, vielleicht ist es die letzte Weihnacht, das weiß man nicht. Aber es ist immer eine Freude, nach einem Jahr wieder mal so eine Veranstaltung zu machen. Und das ist doch ein Dankeschön an die ältere Generation. Für die neue Wohnanlagenmanagerin Jacqueline Schröter ist es die erste Weihnachtsfeier hier und sie hat gleich für gesangliche Unterstützung von richtigen Profis gesorgt. Ingo Witzke ist ein alter Studienfreund und hat ein paar seiner Kollegen vom Staatstheater mitgebracht. Gerade in der Weihnachtszeit sind die Opernsänger auch öfters unterwegs und tauschen die große Bühne des Theaters mal gegen eine ganz kleine ein. Ich finde einfach schön, dass man so direkt die Gesichter sieht und ob die sich freuen und wenn einer dann mal da so macht oder klatscht oder so oder wenn die auch mitsingen, ist einfach, es wird einem warm ums Herz. Und wie es sich für eine richtige Weihnachtsfeier gehört, wird nicht nur gesungen, die Bewohner werden auch von den Pflegeelfen versorgt. Und im Auftrag des Weihnachtsmanns gibt es für jeden noch eine kleine Überraschung. Hier in der Runde sollen sich die Mieter gegenseitig kennenlernen und einfach wohlfühlen. Es ist wirklich schön, wenn ich merke, dass die Leute wirklich, wie soll ich es ausdrücken, die sind tatsächlich schon gerührt. Und man hat gesehen, dass der ein oder andere auch Tränen in den Augen hatte. Wir können natürlich keine Familie ersetzen, das ist klar. Aber ich versuche wirklich mit allem, was ich zur Verfügung habe und was ich selber persönlich mitbringe, Seligkeit, Besinnlichkeit und Wärme und vor allen Dingen Menschlichkeit hier reinzubringen. Für Jacqueline Schröter ist Weihnachten eben die schönste Zeit im Jahr. Und dieses Gefühl hat sie auch auf die Bewohner der Paulinen-Wohnanlage übertragen. Jetzt sollten Sie definitiv in Weihnachtsstimmung sein. Außerdem haben wir heute ja auch schon kurz über den Klassiker Drei Haselnüsse für Aschenbrödel berichtet. Und auch die Schneekönigin darf da natürlich nicht fehlen. Kai und Gerda wohnen Haus an Haus. Sie treffen sich oft auf dem Dach und spielen unter ihren Rosenbüschen. Zusammen mit der Großmutter haben sie ein Leben voller Freude und Spaß. Du bist eine Kichererbse. Nein, du bist eine Kichererbse. Du bist eine Kichererbse. Doch eines Tages wird Kai von dem Splitter eines Zauberspiegels getroffen. Auf einmal verhält er sich kalt und sein Herz erstarrt zu Eis. Ah! Oh. Oh, jetzt hat mich auch noch was ins Herz gestochen. Soll ich mal nachschauen, Kai? Nein, lass.
Es ist nichts, habe ich gesagt. Warum heulst du jetzt? Du bist hässlich, wenn du heulst. Kai, das ist doch wahr. Gerda, du musst nicht traurig sein. Dann gehen wir beide in die Stadt und kaufen Mehl und Zucker und Zimt. Und ich nehme meinen Schlitten und gehe mit den großen Jungs rodeln. Nach dem Rodeln ist Kai spurlos verschwunden. Seine beste Freundin Gerda kann nicht ohne ihn. Also nimmt sie all ihren Mut zusammen und macht sich auf die Suche. Auf ihrer Reise begegnet sie den verschiedensten Herausforderungen und skurrilen Persönlichkeiten. Wie zum Beispiel einer Blumenfrau mit Zauberkräften. Die will Gerda für sich behalten und schickt sie mit Zauberkirschen in eine Traumwelt, um Kai zu vergessen. Die Rosen! Kai! Wie konnte ich dich nur vergessen? Die Schneekönigin ist ein Puppenspiel für Kinder ab 6 Jahren. Es ist nach der Originalvorlage des Märchens von Hans Christian Andersen interpretiert. Deswegen sind Kai und Gerda hier auch keine Geschwister, sondern Freunde. Regie des Stücks führt Ute Kotte. Zusammen mit den Schau- und Puppenspielern Josephine Egri, Werner Bauer und Hauke Greve wollte sie das Stück auf die große Bühne des Piccolo bringen. Die Schneekönigin hat eine sehr große Geschichte, also eine Vielfalt an Geschichten. Das ist ein großes Thema. Und in der großen Bühne es mit 3 Leuten so zu spielen, finde ich einfach, fand ich den Gedanken zu klein, das nur mit Figurentheater zu machen. Es hat den Vorteil, dass wir jetzt ganz viel, das Bühnenbild ist ganz toll. Wir haben sozusagen ein bewegendes Haus und daraus können wir viele Bilder stellen und es füllt den Raum schön aus. Und das war der Ansatz mit der Anke Lenz zusammen, die auch die Ausstattung gemacht hat. Die Grundlagen dafür so zu schaffen, dass so viel möglich ist. Das Puppenspiel hat viele Szenen mit einer Menge Witz, regt mit ernsten und emotionalen Passagen aber auch zum Nachdenken an. Denn hinter Gerdas Reise steckt auch der Weg des Erwachsenwerdens und der Gedanke, sich dabei selbst treu zu bleiben. Vertraut auf euer Herz und auf eure Emotionen, eure Verletzlichkeit. Das ist ein total großes Gut. Und ja. Kind bleiben. Kind bleiben, genau. Also bleibt neugierig, bleibt freudig auf das, was im Leben auf euch zukommt. Und wenn es noch so schwer ist, es wird einen Grund haben. Und bis jetzt war, also für Gerda war es immer so, jeden, den sie getroffen hat, hat ihr irgendwo auch was gegeben, damit sie am Ende zu Kai kommen kann und ihn wieder nach Hause bringen kann. Wer wissen will, was Gerda auf ihrer Reise alles erlebt, ob sie Kai findet und sein kaltes Herz zurückerobern kann, der muss ins Piccolo-Theater gehen. Kai, ich komme! Bleib, kleines Mädchen, bleib! Die Schneekönigin kommt schon morgen oder auch am Freitag, jeweils um 9.30 Uhr ins Piccolo-Theater. Halbzeit beim Türchen öffnen, aber keine Angst, bei unserem Adventskalender warten noch hochkarätige Preise auf Sie. Weiter geht's! Willst du dir ein Omelett backen, musst du vorher Eier knacken. Seit Philipp Knechtel diese Becher hat, stehen bei ihm aber nur noch hartgekochte Eier auf dem Speiseplan. Perfekt zum Brunchen während des Sonntagsspiels. Lecker, lecker! Wenn Sie mit dem FCE in den Tag starten wollen, dann rufen Sie uns morgen zwischen 13 und 14 Uhr an. 0355 380 390. Sie können parallel auch auf Facebook mitmachen. Eine große Bescherung hat es heute in Sachsendorf gegeben. Die Spenden von der Radio Cottbus-Aktion Tischlein deck dich wurden an die Cottbuser Tafel übergeben. Wie viel da zusammengekommen ist, das zeigen wir morgen ausführlich. Jetzt folgt das aktuelle Expertenangebot der Woche. Kathleen Urbanski ist ab morgen zur Stelle. Bis dahin. Tschüss. Das Angebot.
Angebot der Woche bei Expert ist ein exklusives Sony Bundle. Diesen 4K Ultra HD Fernseher und eine PlayStation 4 Slim mit 500 GB bekommt ihr jetzt als Entertainment Komplettpaket für nur 1.199 Euro. Als Gerät der XF90er-Serie besitzt dieser Sony TV nicht nur ein elegantes Design, sondern auch eine Top-Bildqualität. Auf 55 Zoll können Filme, TV-Sendungen und Spiele in 4K bzw. Ultra HD und mit HDR-Unterstützung dargestellt werden. Der X-Reality Pro Bildprozessor verbessert dabei sogar Inhalte mit niedriger Auflösung und sorgt für gestochen scharfe Details. Zudem ermöglichen weitere Sony-Technologien lebendige Farben und starke Kontraste. Und smart ist der Fernseher auch. Mit Android TV als Betriebssystem könnt ihr direkt auf Streaming-Dienste zugreifen sowie Apps und Spiele herunterladen. Dabei bietet euch Android TV auch persönliche Medienvorschläge und die Steuerung per Sprache. Das Entertainment-Paket ist natürlich erst komplett mit der passenden Spielekonsole, denn Sonys PlayStation 4 gibt es direkt dazu. Die PS4 Slim passt mit ihrem schlanken Design in Jet Black perfekt zum Sony-Fernseher. Die Konsole ist dabei mit einer 500 GB Festplatte ausgestattet, sodass ihr direkt in die Welt der Games eintauchen könnt. Mit dabei sind natürlich auch ein DualShock 4 Wireless Controller, ein Headset und die nötigen Anschlusskabel. Die PS4 Slim und der Sony LED-Fernseher ergänzen sich natürlich ideal. Deshalb gibt es sie jetzt zusammen zum Superpreis bei Expert. Als Angebot der Woche bekommt ihr das Bundle für nur 1.199 Euro. Und zwar online auf expert.de oder in teilnehmenden Fachmärkten in eurer Nähe. Sternenliebhaber haben schlechte Karten. Die Nacht wird komplett bedeckt, es geht dafür aber auf nur 0 Grad runter. Der Donnerstag startet grau, so wird es auch im Tagesverlauf. Die Sonne lässt sich kurzzeitig blicken, 2 Grad sind drin. Auch am Freitag wird es anfangs bedeckt sein, gegen Mittag zeigt sich die Sonne. Die wechselt sich dann mit Wolken ab, das Thermometer steigt auf 3 Grad an. Was hier in wenigen Sekunden abläuft, hat 17 Monate gedauert. Doch die Wartezeit ist nun vorbei. Die Sonnenhäuser der EG Wohnen stehen kurz vor der Fertigstellung und gehen ab sofort in die Vermietung. Wer also wohnen wie in der Zukunft will, sollte schnell sein. Die EG Wohnen hat in der Karener Straße 14 und 15 in Sandow 2 energieautarke Mehrfamilienhäuser gebaut. Die versorgen sich selbst mit Wärme und Strom. Die Wohnungen sind mit Fußbodenheizungen ausgestattet, die aus dem Langzeitwärmespeicher mit Wärme versorgt werden. Die nötige Energie dafür kommt von der Sonne. Möglich machen das Solarwärmekollektoren. Neben den Kollektoren sind die Dächer auch mit Photovoltaikmodulen ausgestattet. Die sorgen nicht nur für den einzigartigen Look der Häuser, sondern auch für Strom im ganzen Haus. Der wird in Lithium-Ionen-Akkus zwischengespeichert. Sollte witterungsbedingt die solare Leistung der Häuser nicht ausreichen, wird der Rest durch die EG-Wohnen dazugekauft, ohne Mehrkosten für die Mieter. Doch Technik ist nicht alles, natürlich müssen auch die Wohnungen überzeugen. Die gibt es in allen Größen. Interessenten haben die Wahl zwischen 2, 3 und 5 Zimmerwohnungen zwischen 50 und 130 Quadratmetern. Darunter auch 2 schicke Maisonette-Wohnungen. Die Wohnungen im Erdgeschoss sind zudem für Rollstuhlfahrer geeignet. Das alles in einem grünen Umfeld mit naheliegenden Einkaufsmöglichkeiten und günstigen Verkehrsanbindungen. Eigene Fahrradboxen und Pkw-Stellplätze gibt es direkt am Haus. Jetzt neu, Wohnen zur Flatrate. Nebenkosten für Strom und Heizung sind bei den Sonnenhäusern in der Miete mit inbegriffen. Das alles für 10,50 Euro pro Quadratmeter.
Wohnen im Sonnenhaus? Informieren Sie sich jetzt im EG Wohnen Vermietungscenter am Brandenburger Platz 10. Sich geborgen fühlen, gut aufgehoben sein, den Kopf frei haben für das Leben. Der Wunsch nach Sicherheit steckt tief in uns drin. Er ist ein menschliches Grundbedürfnis. Deshalb tun wir bei DEKRA alles dafür, dass unsere Welt sicherer wird. Wir setzen unser jahrzehntelanges Know-how ein, unsere ganze Erfahrung und bauen so jeden Tag aufs Neue Vertrauen auf. In unseren Alltag. Unsere Mobilität, unsere Arbeitsplätze, in unser ganzes Leben. Das lässt sich nur erreichen, wenn man Sicherheit nicht nur im Blick, sondern auch im Herzen hat. Wenn man Technologien, Standards und Richtlinien sinnvoll zusammenspielen lässt. Wenn man sein Wissen weitergibt, das Verhalten schult und Bewusstsein schafft und Sicherheit immer wieder neu denkt. Für die Mobilität der Zukunft, für Autos, die zuverlässig selbst fahren, für unser angestrebtes Ziel 2050, Vision Zero, eine Zukunft ohne Verkehrstote. Wir nehmen die Arbeitssicherheit in die Hand, indem wir für optimale Rahmenbedingungen bei der Mensch-Roboter-Kooperation sorgen, für mehr Sicherheit und immer weniger Arbeitsunfälle. Wir sorgen für die Kontrolle von Emissionen, damit die Umwelt wirkungsvoll geschützt wird und die Menschen in Großstädten sicher durchatmen können. Wer könnte das besser leisten als ein Partner, der seit mehr als 90 Jahren dabei ist, dem Menschen auf 5 Kontinenten in mehr als 50 Ländern ihr Vertrauen schenken, der hier genauso an ihrer Seite ist wie am anderen Ende der Welt. Der Sicherheit mit der Kompetenz von 44.000 anerkannten Experten vordenkt. Deshalb können Sie sich heute absolut auf uns verlassen. Wie auch bei allem, was in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Wir sind für Sie da. Wir sind Ihr globaler Partner für eine sichere Welt. Im Verkehr, bei der Arbeit und zu Hause. Die Post ist da. Einfach öffnen. Und da ist auch schon das Passwort. Die Familie Vogt hat sich vor kurzem bei der Online-Geschäftsstelle der Knappschaft registriert. Und jetzt haben sie alles, was sie brauchen, um loszulegen. Hier können die Vogts ihre Anliegen bearbeiten. Martin Vogt will Transparenz. Kein Problem, denn nun bekommt er Einblick in die Kosten für seine Behandlungen. Und Anja Vogt? Sie interessiert etwas ganz anderes. Genau. Und Glückwunsch! Mit dem Schwangerschaftskalender kann sie selbst ihren Geburtstermin errechnen, erfährt wichtige Informationen über die Entwicklungen und erhält Tipps und Tricks für den Schwangerschaftsalltag. Was macht eigentlich Hanna? Und wo ist ihre Gesundheitskarte? Nun gut. Auf meine Knappschaft kann sie den Verlust mobil melden und eine neue beantragen. Nicht nur für die Vogts, sondern auch für alle anderen Versicherten bietet meine Knappschaft wichtige und sinnvolle Services. Schauen Sie doch auch vorbei und registrieren Sie sich bei meine Knappschaft. Ein ganz besonderes Geschenk. Erholung und Entspannung in der Spreewald-Therme Burg und im Spreewald-Therme-Hotel. Einfach online bestellen unter spreewaldtherme.de. Damit auch Sie frohe Festtage verbringen können, ohne böse Überraschungen, lohnt sich ein kleiner Blick in Ihren Keller. Sind die Wasserzähler und Leitungen frostsicher eingepackt und die Kellerfenster geschlossen? Das kann Ihnen unnötigen Stress ersparen.
Und sollte es doch mal ein Problem mit dem Wasser geben, wir sind für Sie da. Rund um die Uhr und jederzeit erreichbar unter 0800 0594 594. In diesem Sinne wünscht Ihnen die Lausitzer Wassergesellschaft LWG ruhige und besinnliche Feiertage. Schöne, glänzende und besondere Neuheiten zu Weihnachten bei Fiedermanns am Altmarkt. Hochwertiger Schmuck in Weiß, Gelb und Roségold, besetzt mit funkelnden Brillanten. Perlen sind nach wie vor von besonderer Bedeutung. Hochwertig auch die Uhren aus Glashütte, der Firmen Nautische Instrumente Mühle und Bruno Söhnle. Vielleicht soll es aber auch nur einfach ein kleiner Goldbarren sein oder wunderschöner Mädchenschmuck. In diesem Sinne, frohe Weihnachten wünscht Ihr Uhrmachermeister Fiedermann am Altmarkt 25. Mit diesem Weihnachtsgruß verbinden wir unseren Dank für vertrauensvolle und angenehme Zusammenarbeit in diesem Jahr. Wir wünschen Ihnen, Ihren Mitarbeitern und Angehörigen eine besinnliche Adventszeit, ein friedvolles Weihnachtsfest und für das neue Jahr Gesundheit, Zufriedenheit und Erfolg. Ihre Stadtwerke Cottbus. Wir wünschen unseren GWC-Mietern und Partnern frohe Weihnachten, besinnliche Stunden mit der Familie, viel Glück und Erfolg sowie ein frohes neues Jahr. Ihre Gebäudewirtschaft Cottbus.